Freut mich, hier zu sein. Und wie gesagt, ich hoffe, wir werden eine richtige Diskussion haben über Anlagestrategie. Und wieso Anlagestrategie? Weil, wie vorher gesagt, in der Schweiz hat die Gesamtdiskussion über Altersvorsorge 2020 rund um zwei Themen stattgefunden, die Höhe der Pensionsleistungen und die Höhe der Beiträge. Meine Botschaft ist, dass es gibt in eben jedem kapitalisierten System, Rentensystem, einen dritten Hebel, der ist genauso entscheidend, und das ist die Anlagestrategie der Pensionskasse. Es wird viel weniger diskutiert, aber aus mathematischer Sicht, rein mathematischer Sicht, ein Anlageportfolio ist genauso wichtig wie die beiden anderen Hebel. Und das ist das Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen werde. Also die Frage lautet, wie können Anlagen etwas dazu beitragen, die Herausforderungen einer Schweizer Pensionskasse zu lösen? Und als Beispiel werde ich mit Ihnen teilen, wie die Pensionskasse Lombardier, also mehr als 100 Jahre alt schon die Pensionskasse heutzutage, wie die hat sich mit diesem Thema beschäftigt und zu welchen bestimmten Änderungen es geführt hat, wie das Portfolio heute aussieht. Also wieso das Thema Anlagestrategie? Wie vorher gesagt, die Schweizer Pensionskassen in den letzten 50 Jahren waren extrem erfolgreich, also einen bewundernswerten Job gemacht. Und Sie alle als Verantwortliche oder Berater haben enormen Wohlstand für die Mitglieder und Pensionäre geschaffen. Also warum darauf eingehen? Zwei Punkte. Zuerst, die Welt und die Schweiz eingeschlossen hat einen Punkt erreicht, an dem die Wahrscheinlichkeit immer weiter abnimmt, dass die Rezepte für vergangenen Anlageerfolg auch künftig funktionieren. Wir haben in dieser Hinsicht in den vergangenen zwei Jahren schon mehrere Warnsignale erhalten, und ich werde das beschreiben. Die zweite Botschaft ist, dass Anlagekommissionen sollten bestimmte Schlüsselfragen stellen betreffend der Anlagestrategie wegen dieser Situation. Und die sollten dann handeln, basierend auf den logischen Schlussfolgerungen aus den Antworten auf diesen Fragen. Und ich bin persönlich überzeugt, natürlich die Anlagekommission der Pensionskasse Lombardier auch, dass auf diese Weise kann die Anlagestrategie eine wichtige Rolle spielen, um die Herausforderungen der Schweizer Pensionskassen zu lösen. Und um das zu erklären, werde ich meinen Vortrag anfangen mit der Definition der Herausforderung. Was ist die Herausforderung heute? Und um das zu antworten, diese Frage zu antworten, sollten wir erst in der Vergangenheit schauen. Also auf dieser Folie sehen Sie die Wertentwicklung ausgewogener Portfolios seit 1984. Der gesamte Ertrag beträgt also für den hier gezeigt das LPP 25 Indiz, weil wir nennen es so in der Welschland, hier heißt BVG oder 25. Gesamtertrag 5,6% für LPP 25 und 6% pro Jahr für LPP 40, BVG 40. Absolut außerordentliche Zahlen, oder? Das hat sehr viel Wohlstand für die Pensionäre geschaffen. Was bemerkenswert ist, ist der Unterschied zwischen die gelbe Linie, das ist der Ertrag auf Cash, und die zwei blauen und dunkelblauen Linien, das sind die Indizes. Weil dieser Unterschied steht auf etwa 3,5 Prozentpunkte über Cash pro Jahr. Das heißt, dass der Durchschnittsertrag ist etwa Cash plus 3,5% historisch gesehen, oder? Das ist ja wichtig, weil die Finanztheorie sagt uns, dass die Erträge von Aktien und Anleihen, Obligationen, vom Ertrag risikofreier Anlagen bestimmt werden, also vom Cash. Oder? Und das heißt, dass diese Zahl ist deshalb ein guter Indikator dafür, was von ausgewogenen Portfolios künftig zu erwarten ist. Cash plus 3,5%. Und wie viel ist Cash in der Schweiz heute? Minus 0,75, also auf den Märkten fast minus 1, oder? Und übrigens, Sie können sehen, das stimmt etwa mit den Zahlen, welche Keith vorher am Morgen gezeigt hat. Und wir haben es nicht vorher abgemacht. Letztlich wichtig ist, dass der
Ertrag von 3,5 Prozentpunkten über Cash wurde sowohl von positiven Erträgen auf der Anleihe wie auch auf der Aktienseite getrieben. Schweizer Aktien brachten eine durchschnittliche Rendite von 9% pro Jahr. Das ist extrem hoch. 6 Punkte mehr als Cash. Okay, wirklich ein bemerkenswertes Ergebnis. Schweizer Anleihen im Durchschnitt 4,4% pro Jahr über Cash. Also eine Überrendite von 1,8 Punkten gegenüber Cash. Ebenfalls ein beachtliches Ergebnis. Also sehr erfolgreiche Strategie in der Vergangenheit. Wo stehen wir heute? Also, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir mit dem Ertrag vom Cash beginnen, oder? Weil zukünftiger Ertrag ist Cash Plus. Heute befinden sich die Zinsen und die langfristigen Renditen weltweit auf historisch niedrigem Niveau. Das wird auf dieser Folie gezeigt, links oben, die Zinskurve für die Schweiz und für 6 anderen großen Ländern, entwickelten Ländern. Die Zinsen, die wissen das, in Schweizer Franken sind negativ. Die Renditen auf Schweizer Frankenanleihen sind bis einer Laufzeit von 30 Jahren oder mehr, es kommt darauf an, an welchem Tag, ebenfalls negativ oder null. Aber noch wichtiger hier ist, dass die Zinskurve sagt uns, dass wir nicht davon ausgehen können, dass der Ertrag aus Cash signifikant steigt, oder? Die Zinskurve gibt irgendwie mathematisch die Zukunft für Cash. Und was bedeutet dann das für die Zukunft? Und das ist genau die Frage, welche die Anlagekommission der Pensionskasse Lombardier stellte, genau vor fast zwei Jahren. Und weil es damals schon klare Anzeichen dafür gab, dass Zinsen würden tief bleiben. Wir wussten nicht, dass die würden negativ werden, aber die generelle Lage hat sich nicht geändert. Und die generelle Richtung hat sich nicht, war schon dort dazu mal klar zu sehen. Das hat, diese Frage zu antworten, hat zu einer Analyse der möglichen Zukunftsszenarien geführt. Was sind diese Szenarien? Es gibt 3 Möglichkeiten grundsätzlich. Ich werde die schnell beschreiben. Erstens, die Renditen bleiben auf dem aktuellen Niveau und die Wirtschaft entwickelt sich weiter wie zuletzt. Das ist, glaube ich, das wahrscheinlichste Szenario. Also in diesem Fall werden die Renditen von Anleihen bei null oder sogar negativ bleiben. Denken Sie dran, null oder negativ für Anleihen in der Zukunft. Und das bedeutet natürlich, dass die Erträge von Aktien sich dann nur bei 3-5% bewegen werden. Das wiederum heißt, dass das von einem LPP, also BVG 25 Portfolio, eine durchschnittliche Rendite von rund 1,5% über Cash zu erwarten ist. Das heißt nominal weniger wie 1%. Und nominal, wenn man die gleiche Rechnung macht, für etwa 1,5% für einen BVG 40 Indiz. Gleichzeitig weist dieses Portfolio aber einen Drawdown, also ein mögliches Verlustrisiko vom höchsten Punkt zum tiefsten, von 5-8%. Ist das ein Szenario, das die Pensionskasse Lombardier verkraften konnte? Für uns war die Antwort nein. Wir können einen Drawdown von 8% verkraften, aber wir brauchen ein nominales Ertragsziel von 3% zu erreichen. Und ich glaube, das ist nicht viel anders wie die Mehrheit der Pensionskassen, aber wir haben Berater hier, die besser wissen. Zweite Möglichkeit ist, dass die Renditen von Anleihen in Richtung ihres historischen Niveaus steigen. Dann werden wir einen signifikanten Drawdown bei Anleihen und Aktien sehen, oder? Anlagestrategien würden dann während einer mehrjährigen Periode unter starkem Stress stehen. Das würde die nominale Rendite auf etwa 1% bis etwas weniger als 2% begrenzen, also 1-3. Das potenzielle Verlustrisiko liegt bei rund 15%. Also ist das ein Szenario, das die Pensionskasse verkraften kann? Vielleicht, wenn die Rendite bei der höheren Grenze, also 3%, liegt, oder? Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch und Hoffnung ist keine Anlagestrategie. Also auch wenn die Pensionskasse Lombardier einen Drawdown von 15% verkraften kann. Genauer gesagt, 14% ist die Zahl, die der Stiftungsrat gegeben hat, mit der Hilfe der Aktuaren. Es gibt noch ein schlimmeres Szenario.
Ich möchte es nicht beschreiben. Die Annahme hier ist, dass die Welt in eine dauerhafte Rezession abtaucht. Botschaft ist dieselbe. Keine ausreichenden Erträge, zu hohes Risiko. Also das ist zusammengefasst die Übung, welche die Pensionskasse Lombardi gemacht hat, um die heutige Lage zu beschreiben und auf die Zukunft zu schauen, was die Möglichkeiten für die Zukunft sind. Was ist das Fazit? Die Schlussfolgerung hier auf der linken Seite dass die Herausforderung für die Anlagestrategie sei nicht mehr eindimensional, sondern multidimensional. Und das wird auf dieser Folie erklärt. Was heißt das? Das heißt, dass in der Vergangenheit es war ausreichend, die Rendite eines Referenzindizes, also BVG 25, BVG 40 oder ein anderer Indiz, vom Berater bestimmt, zu erzielen oder zu übertreffen. Die Herausforderung hatte nur eine Dimension, den Ertrag. Heute dagegen hat die Herausforderung viele Dimensionen. Und insgesamt drei, würde ich sagen. Also Keith hat drei gesagt, ich nehme wieder den Punkt drei. Erstens den Ertrag. Das stellt aber heute eine viel größere Herausforderung dar als in der Vergangenheit, oder? Und das hat die Szenarienanalyse gezeigt. Zweite Dimension ist Risiko. Also selbst mit einer eher realistischen Erwartung von 1-2% nominalem Ertrag sind die möglichen Verlustrisiken, die mit der Zeit zu erwarten sind, also 10-15% Wertverlust bei dem gesamten Portfolio, am Grenze dessen, was viele Pensionskassen heute akzeptieren können. Deshalb können viele Pensionskassen kaum mehr Risiko nehmen, um ihre Rendite zu erhöhen, weil das war immer das einfachste Rezept, oder? Wir nehmen mehr Risiko, bekommen mehr Rendite. Heute ist das nicht mehr möglich, für die Mehrheit der Pensionskassen. Und die dritte Dimension ist, dass die speziellen Bedürfnisse einer Pensionskasse zu analysieren und diesen zu nachkommen. Und das beinhaltet besonders Liquiditätsbedürfnisse für diese Pensionskasse, welche viele Pensionäre haben, und Zeithorizont. Was kann getan werden? Also mathematisch, die Antwort ist klar. Erstens, und es wird auf der rechten Seite gezeigt, erstens, das potenzielle Verlustrisiko muss akzeptabel bleiben, oder? Die Anlagestrategie muss konservativ sein und bleiben. Wieso? So dass die Pensionskasse einen weiteren Tag überleben kann in jeder Bedingung. Zweitens, deshalb müssen Investmentstrategien, Anlagestrategien so konstruiert sein, um einen höheren Ertrag pro Risikoeinheit zu erzielen gegenüber der Vergangenheit. Also mit anderen Worten, die Anlagestrategie muss effizienter werden. Mehr Ertrag pro Risikoeinheit, weil das Risiko muss begrenzt bleiben. Und wie können wir das dran kommen? Um die beiden Ziele zu vereinbaren, muss der Ansatz bei der Entwicklung von Anlagestrategien sind vom renditeorientiert zu ergebnisorientieren ändern. Und das hat Keith auch teilweise erwähnt, wenn er hat von verschiedenen Goals gesprochen. Und ich möchte kurz jetzt das Konzept der Effizienz bei Anlagen erläutern, weil es wird nicht so oft hier in der Schweiz benutzt, bei uns. Diese Folie zeigt die sogenannte Sharpe Ratio des BVG 25 und BVG 40 Indiz. Das ist etwas, das wir beim CFA-Kurs sehr gut lernen, was es ist, das Sharpe Ratio. Die Sharpe Ratio ist das Verhältnis zwischen Ertrag und Volatilität. Und Volatilität wird als Risikomaß verwendet. Ist also ein Maß der Effizienz. Ertrag gegenüber Risiko. Kein perfektes Maß, aber wird allgemein weltweit benutzt. Die Sharpe Ratio für ein ausgewogenes Portfolio, für ein schweizerisches ausgewogenes Portfolio, lag im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre bei 0,5. Oder? Die vergangenen 10 Jahre war sie viel höher. Das ist wichtig. Wir haben viel Ertrag bekommen, typisches Schweizer Portfolio in den 10 Jahren, ohne viel Risiko. Sie erreichte bis 2 und ging jüngst darauf auf 1 zurück. Sharpe Ratio ist sehr wichtig, weil ein hoher Sharpe Ratio erlaubt es, entweder die Risiken zu minimieren, um eine vorgegebene Rendite zu erzielen, oder den Ertrag für ein vorgegebenes Risikoniveau zu maximieren. Oder? Und ich will nicht detaillierter in der Mathematik einsteigen, aber wir können sagen, dass wenn eine Pensionskasse im Basisszenario bereit ist,
Das Worst Case Drawdown, also im schlimmsten Fall, Unterschied zwischen höchstem Punkt und tiefstem Punkt, von minus 15% zu akzeptieren. Die Pensionskasse eine Sharpe Ratio von 0,9, um eine nominale Rendite von 3%, ein bisschen mehr wie 3% in Schweizer Franken zu erzielen. Das bedeutet, dass die Sharpe Ratio in Zukunft fast doppelt so hoch sein muss wie im historischen Durchschnitt, oder? Von 0,5 auf 0,9. Und darin besteht die Herausforderung, meiner Meinung nach, für die Schweizer Pensionskassen. So mathematisch geschrieben. Gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren und höhere Effizienz zu erreichen. Wie kann das erreicht werden? Also bei der Pensionskasse Lombard-Odier, wir haben uns eben auf diese zwei Fragen konzentriert. Sehr klare Fragen, die wurden dem Stiftungsrat, der Anlagekommission gestellt, wie hoch und den Beratern gestellt. Wie hoch ist der maximale potenzielle Verlust, also Drawdown unserer Anlagestrategie? Und kann die Pensionskasse den Verlust verkraften und einen weiteren Tag überleben? Erste Frage. Zweite Frage, tun wir unser Möglichstes, um die Effizienz, also Sharpe Ratio, unserer Investmentanlagestrategie zu optimieren? Und der Ansatz, den wir gefolgt haben, war ein ergebnisorientierter Ansatz. Was heißt das? Also mit der Hilfe von Beratern zerlegten wir das Portfolio entsprechend den Liquiditätsforderungen, der Risikotoleranz und den Ertragszielen in verschiedene Bereiche. Und das hat Keith erwähnt, oder? Wir haben eigentlich mehrere Ziele innerhalb einer einzigen Pensionskasse. Und für jeden Bereich haben wir dann die gewünschten Ergebnisse definiert. Dann haben wir die Frage gestellt, welche Kombination an Strategien für jeden dieser Bereiche am besten geeignet ist. Und in der Praxis haben wir, wie auf dieser Folie gezeigt, 5 gewünschte Ergebnisse identifiziert. Gemäß Zeithorizont sind sie hier gelistet. Also erstes Ergebnis, kurzfristig braucht die Pensionskasse einen völlig liquiden Portfolio, um Liquiditätsbedürfnisse zu decken. Dieses Portfolio muss aber eine Ertragserwartung haben, welche hoch genug ist. Das heißt, früher hat man für dieses Portfolio einfach kurzfristige Schweizer Frankenobligationen benutzt. Heutzutage klappt das nicht mehr, oder? Das hat negative oder null Rendite. Mittelfristig zweitens braucht die Pensionskasse auch eine bestimmte stabile Rendite, besonders um Renten zu bezahlen. Drittens, langfristig braucht die Pensionskasse nur wenig Liquidität und kann darum wachstumsorientierte Anlagen machen. Das entspricht sowohl Anlagen, welche an der Börse behandelt werden, quotierte Anlagen, sowie Nummer 4, illiquide Anlagen. Und fünf und schlussendlich braucht die Pensionskasse das gesamte Risiko zu kontrollieren und das braucht bestimmte Strategien und Werkzeuge. Also 5 mögliche Ziele. Dann haben wir für jeden Teil des Portfolios die bestmöglichen Anlagen gesucht, also mit einem weißen Stück Papier angefangen. Das ist eigentlich das Gegenteil vom traditionellen Ansatz. Im traditionellen Ansatz würde man mit den verschiedenen Anlagemöglichkeiten anfangen. Dagegen haben wir mit den gewünschten Ergebnissen angefangen und nur dann die Anlagen gewählt, oder? Hier sind 4 mögliche Ergebnisse plus der 5., das ist die Risikokontrolle. Und das können Sie hier sehen. Zum Beispiel, ich werde das mehr ins Detail dann beschreiben, im Liquiditätsbereich haben wir uns dazu entschieden, weder Schweizer Anleihen noch Cash zu nutzen. Stattdessen haben wir eine liquide, transparente Multi-Asset-Strategie. Diese Strategie repliziert das Risiko eines Anleiheprofils, aber mit höheren Erträgen. Im Renditeteil des Portfolios haben wir ein maßgeschneidertes Buy-and-Hold-Portfolio mit einem signifikanten Anteil an Hochzinsanleihen, High Yield, von Emittenten außerhalb der Schweiz. Das Portfolio basiert nicht auf einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Indiz, sondern nutzt stattdessen einen Indiz, der auf Qualität und Rendite beruht. Qualität und Rendite, am Ende ist das, was wichtig ist. Das Portfolio investiert auch in Schwellenländerobligationen, in Fremdwährungen, um die Rendite zu erhöhen.
Im Wachstumsteil, das ist wieder Beispiel, ich werde dann das ganze Portfolio beschreiben, haben wir einen Bias zu Aktien aus den Schwellenländern und nutzen auch Wandelanleihen. Wichtig ist hier, dass wir haben so weit wie möglich in das Anlageuniversum gesucht, welche Anlagen würden am besten zum bestimmten Ziel passen. Was ist das Resultat? Das Resultat wird hier gezeigt. 35 des Portfolios entspricht einer liquide Multi-Asset-Strategie. Ein Viertel. Ein weiteres Viertel des Portfolios sucht Rendite durch Obligationen oder nutzt Obligationen, um das Portfolio abzusichern. Das sind die Renditeertrag 13% hier in Violett und 12% in Gelb. 28 des Portfolios strebt nach solides langfristiges Wachstum. Und 32% besteht aus illiquide Anlagen. Diese streben mehrheitlich nach Wachstum, Private Equity, fast 10%, und Infrastruktur, aber auch teilweise nach Rendite, Infrastruktur und Immobilien. Ein Wort zur Multi-Asset-Allokation, weil das ist wirklich die große Änderung gegenüber einem vielleicht mehr traditionelles Portfolio. Diese Strategie hat als Ziel, eine Anleihe zu replizieren, aber mit viel höherem Ertrag. Was heißt das? Das heißt, dass die mischt verschiedene Risikoprämien, wie wir sagen, aus Aktien, aus verschiedenen Anleihentypen, aus Commodities sogar. Aber die ist eigentlich sehr einfach. Die besteht aus 27 hochliquiden Indizes und Obligationen. Fünf Kategorien, welche hier gezeigt werden, von gelb oben bis blau unten. Blau unten ist Obligationenindizes. Also Aktienindizes wie S&P 500 und DAX und so weiter, würden Sie alles erkennen. Obligationen wie US- und deutsche Staatsanleihen, ultraliquid, und Corporate-Obligationenindizes. Eben, Sie sehen die Anteile in verschiedenen farbigen Bändern. Also ein extrem einfaches Portfolio, 27 Positionen insgesamt. Dafür aber werden die Anteile sowie das gesamte Risiko des Portfolios aktiv gesteuert. Aus diesem Grund wandeln sie auch die Bänder. Wichtig ist, dass diese Strategie erlaubt es, ein leichtes Leverage zu nutzen, um den Ertrag zu erhöhen. Also Sie sehen die blaue Linie hier. Das ist das gesamte Risiko, die liegt bei 550% im Moment. Das heißt, für 100 Franken investiere ich das wie wenn 150 investiert werden. Ein leichtes Leverage. Die Strategie hat ein Ertragsziel von 4% pro Jahr mit 10% maximal erwartetem Drawdown und sie hat in den letzten 5 Jahren ihr Ziel völlig erreicht. Fast 5 Jahre, es werden 5 Jahre sein, ein paar Monate. Insgesamt, wie sieht das Portfolio aus? Diese Folie zeigt das gesamte heutige Portfolio, die Anteile jeder Allokation, also das gesamte Portfolio nach Ziel, die Allokationen bei jedem Ziel und ganz rechts den erwarteten Beitrag jeder Allokation zur Gesamtrendite. Und ich entschuldige mich, dass die Folie auf Englisch ist, aber bei der Pensionskasse Lombard-Odier werden alle technischen Dokumente in Englisch erstellt und das kommt genau von den Diskussionen und Folien, die wir bei der Anlagekommission gebraucht haben. Insgesamt, unten rechts, haben wir einen Ertrag, erwarteten Ertrag von 4% über Cash. Wir denken immer in einem Maß über Cash, oder? Das heißt 3% nominal. Mit, das wird nicht hier gezeigt, aber einem maximalen Drawdown von 14%, erwartetem Drawdown, oder? Was eigentlich vom Stiftungsrat genehmigt wurde und vom Aktuar genehmigt wurde. Diese Folie zeigt die realisierte Performance. Wichtig ist nicht hier die Zahlen, was wichtig für mich ist hier, dass die Nachricht, die Botschaft ist, dass die Performance wird nicht einfach vom Ertrag gemessen. Okay? Die wird in drei Dimensionen gemessen. Wie viel Ertrag, wie viel Risiko und die Sharpe Ratio. Wie gut sind wir, Risiko in Ertrag umzuwandeln. Und das ist genau so, werden diese drei Dimensionen mit so einem Grafik von der Anlagekommission gefolgt. Rechts das realisierte Risiko, das Drawdown innerhalb von einer 10-monatigen Periode. Maximales Drawdown seit
2009 war 3,7%, also das Risiko ist unter Kontrolle. Es wird übrigens auch nicht hier gezeigt, das erwartete Risiko gemessen und gefolgt. Oder? Das erwartete Risiko ist -14%. Realisiert im schlimmsten Fall bis jetzt -4%, weil die Märkte waren eigentlich sehr hilfreich. Links, auf der linken Seite, der Ertrag, nicht gegenüber einem Marktindiz, sondern gegenüber dem absoluten Ziel. Was ist wichtig für die Pensionierten, für die Teilnehmer? Eigentlich, wie viel Geld verdient wird, nicht die Marktindizes. Oder ich kann kein Steak beim Metzger kaufen mit einem Marktindiz. Unten rechts der Sharpe Ratio, wie vorher gesagt, unser Ziel ist 0,9. Realisiert wurde 1,6. Die Märkte waren sehr hilfreich. Und das hat eigentlich die Pensionskasse erlaubt, viel weniger Risiko zu nehmen in den letzten Jahren. Also zusammengefasst, meine Botschaft ist, dass die Herausforderungen für die Anlagestrategien der Pensionskassen in der Schweiz sind heute höher denn je. Im heutigen Null- oder Negativzinsumfeld hat eine traditionelle, obwohl historisch erfolgreiche Anlagestrategie nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, Risikotoleranz und Ertragsziel für die Mehrheit der Pensionskassen zu vereinbaren. Am wichtigsten, unserer Meinung nach, um die Herausforderung zu lösen, muss die Effizienz von Investmentstrategien in der Zukunft erhöht werden, mehr Ertrag pro Risikoeinheit und das eben erlaubt, Risiko und Ertrag zu vereinbaren und Risiko zu managen. Meine Botschaft ist, dass die Werkzeuge heute schon vorhanden sind, um diese Herausforderung zu lösen. Bei der Pensionskasse Lobarotier, ein ergebnisorientierter Ansatz hat es uns erlaubt, die richtigen Fragen zu stellen. Also zwei Fragen. Haben wir das Risiko im Griff? Optimieren wir unsere Effizienz? Es hat uns geführt, das Anlageuniversum zu erweitern, um das Anlageportfolio den heutigen Rahmenbedingungen anzupassen. Das Resultat ist ein Portfolio, das anders aussieht wie ein traditionelles Portfolio. Und wir sind, möchte ich die Bemerkung machen, wir sind davon völlig bewusst. Es ist nicht traditionell. Aber nach unserer Sicht ist es konservativer als ein traditionelles Portfolio. Heute im Negativzinsumfeld konservativ gleicht sich nicht mehr unbedingt mit traditionell. Also, wir sind überzeugt, dass die Anlagestrategie kann deutlich zum zukünftigen Erfolg der Schweizer Pensionskassen beitragen. Aber vorausgesetzt, dass die Anlagestrategie sich der heutigen Rahmenbedingungen anpasst. Wird das gemacht, glaube ich, wird die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass die Schweizer Pensionskassen weiterhin Wohlstand für ihre Mitglieder schaffen werden. Genauso eigentlich, wie es unsere Industrie sehr erfolgreich in der Vergangenheit getan hat. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke, Theodor. Gibt es Fragen? Bestimmt, ernst. Nur gerade eine Verständnisfrage, also von der einer Grafik da mit vielen Bewegungen. Ich habe den Eindruck, dass die Asset Allocation relativ oft oder häufig gewechselt wird. Ist das richtig so? Also es gibt nicht eine ganz konstante, ja diese, wird das jährlich mehrmals die Asset Allocation gewechselt sogar? Ja, das ist eine gute Frage. Also innerhalb der Multi-Asset-Strategie wird die Allokation zwischen den 27 Indizes, Aktien, Obligationen, Schwellenländeraktien, Corporate Indizes, Obligationen-Indizes, täglich wieder berechnet. Und wenn nötig geändert. Auf welcher Basis wird sie geändert? Eigentlich auf der Basis des Risikos. Der Risiko im Markt ändert sich jeden Tag. Der Risiko und der erwartete Ertrag eigentlich ändert sich jeden Tag. Oder? Das wird alles mit ultraliquiden Instrumenten gemacht und die Kosten sind eigentlich begrenzt. Wir schätzen es, dass die Kosten so um die 10 Basispunkte, weil das sind alles Futures, es werden Futures benutzt und die sind ultraliquid. Wo wir einen Kosten haben hier, wir haben einen Opportunity Cost von 50 Basispunkten in dieser Strategie. Wieso? Weil diese Strategie hat ein Ziel, nicht mehr als 10% Verlust zu haben, nicht mehr als 10% Drawdown.
Das kann nur durch eine Art Versicherungsstrategie erreicht werden, oder? Und das heißt, und wir messen das, dass wir, einer der Gründe, dass wir aktiv das Risiko managen, ist, dass wenn das Risiko im Markt zu hoch wird, werden wir das Risiko der Strategie vermindern. Langfristig kostet das Ertrag. Oder? Das geht gegen dem Prinzip, den Keith beschrieben hat. Aber man muss denken, was ist das Ziel dieses Portfolios? Kurzfristige Liquidität. Oder? Das heißt, dass wir messen diese Kosten. Diese Kosten sind 50 Basispunkte pro Jahr. Aber netto ist die Rendite 4%, mehr wie genug. Und die Managementkosten dieser Strategie sind eigentlich sehr modest. Bevor ich das Wort weitergebe, noch eine Frage. Es interessiert sich bestimmt alle, was ist die TER, die ausgewiesene TER eurer Pensionskasse? Jawohl. Also wir unterschieden zwischen TER der liquiden Allokation und den TER der illiquiden Allokation, oder? Wo sind das? Ja. Entschuldigung. In der liquiden Allokation liegt die TER zwischen 35 und 40 Basispunkte. Insgesamt mit allem, oder? Mit allem. Management, Custody, alles, mit allem. Die wird genau gerechnet, weil das sind Mandaten. Das heißt, die Kosten sind cash bezahlt. Das ist keine Schätzung, die auf Basis der NAV gemacht wird. Ich denke, das ist vielleicht am oder unten den Durchschnitt der Schweizer Pensionskassen. Auf der illiquiden Seite, auf der anderen Seite, dort sind die Ertragserwartungen viel höher. Und für diese Ertragserwartungen sind wir bereit zu bezahlen. Woanders kann man, wir haben eine Private Equity Strategie, die hat fast 10% von den Aktiva der Pensionskassen, der Anlagen der Pensionskasse. Historisch hat sie etwa 13-14% pro Jahr erreicht, netto. Wir haben das sehr offen diskutiert mit dem Stiftungsrat und sind also bereit, diese 500 Basispunkte zu bezahlen, um 13% pro Jahr zu erreichen. Ein anderes Kosten ist natürlich Liquidität. Das ist eine liquide Strategie und man muss einen Zeithorizont von 20 Jahren haben. Aber für eine Pensionskasse, welche schon seit 100 Jahren, mehr als 100 Jahren hier ist, das kommt natürlich. Also TER-Illiquidität 500 Basispunkte. Ich habe die genaue Zahl nicht, aber ich schätze, dass ich glaube, wenn man das rechnen würde, man würde vielleicht 300 rechnen, aber dann es gibt, wie gesagt, Kosten, die man nicht sieht. Und das kommt vielleicht auf 400 oder mehr. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Auch dort bezogen auf diese Grafik mit den Kurven, haben Sie erwähnt, dass Sie da auf die Risikoprämien schauen. Der Ökonom Klaus Wellershoff hat letztens gesagt, eigentlich das Risikoprämienmodell ist eigentlich funktioniert nicht mehr in Zukunft voraussichtlich, sehr vereinfacht gesagt. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen eigentlich eine neue Anlagestrategie mit Blick auf die Zukunft machen, war das auch eine Diskussion, ob man auf ein Modell abstützen darf dabei, das vielleicht eben als Modell nicht mehr funktionieren wird in der Zukunft. Ja. Da stellen Sie zwei sehr wichtige Punkte, wenn ich das wiederholen kann, oder? Erster Punkt, werden die zukünftigen Risikoprämien immer noch hier sein in der Zukunft, oder? Zweiter Punkt, wird das Modell weiter funktionieren, welcher gebraucht wird, um diese Risikoprämien zusammenzumischen? Oder? Das sind zwei verschiedene Fragen. Zum ersten Punkt, die Risikoprämien für Aktien, für traditionelle Anlagen, Aktien und Obligationen grundsätzlich, haben zwei Quellen. Die erste Quelle ist Wachstum der Wirtschaft, und die zweite Quelle ist Inflation, das heißt die monetäre Politik, die Geldpolitik. Oder? Wir haben viel daran diskutiert. Es ist
unserer Meinung nach extrem gefährlich, eine Wette gegen die Weltwirtschaftswachstum zu tun. Oder das heißt, dass jede langfristige Anlagestrategie mit einem langen Zeithorizont muss traditionelle, einfache Anlagen wie Aktien und Obligationen gebrauchen. Oder? Was sich ändern kann, und das kann gefolgt werden, ist natürlich Schwellenländerobligationen gegen entwickelten Ländern, und wir haben einen starken Bias über Emerging Markets. Oder? Also wichtig ist, da ist eine Annahme, dass wir werden nicht gegen die langfristige Wirtschaftswachstum wetten, global. Wenn Sie diese Annahme machen, glauben wir, nehmen Sie dann ein großes Risiko. Oder? Und so ein Risiko sollte ein langfristig orientierter Pensionskasse nicht nehmen. Zweitens, wird das Modell immer funktionieren? Sicher nicht. Es gibt kein Modell, das immer funktioniert. Was kann man dafür machen? Es gibt zwei Sachen, meiner Erfahrung nach, zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ein immer komplexeres Modell zu bauen. Oder? Das ist grundsätzlich, was viele Hedgefonds machen. Wahnsinnige komplexe Modelle, und die brauchen Hunderten von Physikdoktoranden. Das ist irgendwie, was ich hatte die Möglichkeit bei CERN zu tun auch, oder? CERN haben wir wahnsinnig viel Physiker, Doktoranden, schwierige Modelle, das gehört zum ADN, oder? Zum DNA. Das ist möglich, aber das braucht bestimmte Bedingungen, oder? Das ist nicht weit nutzbar. Was wir heutzutage bei Lombardo tun, ist nicht ein so einfaches Modell zu gebrauchen wie möglich, also gemäß was Keith gesagt hat, keep it as simple as possible, but no simpler. Dafür haben wir einen Prozess, den wir nennen Drawdown-Kontrolle, das heißt, dass wir messen, wie gut dieses Modell ist, um die heutige Realität heute zu beschreiben. Und in diesen Fällen, wo es sieht so aus, dass wir das Vertrauen auf dieses Modell sollte tiefer sein wie angenommen, dann werden wir das gesamte Risiko der Anlagestrategie reduzieren. Oder? Wieso tun wir das? Weil der Stiftungsrat hat uns die Grenze gegeben, nicht mehr wie 14% maximal Drawdown. Oder? Wenn wir das nicht hätten, dann könnte man sagen, eigentlich, ein bisschen was Keith das gesagt hat, ich habe einen 100-jährigen Zeithorizont, tut mir nicht, wenn ich für ein paar Jahre minus 50% habe, oder? Oder minus 30. Das ist leider nicht die Realität für die Mehrheit der Pensionskassen, glaube ich. Sicher nicht für unsere Pensionskasse. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Und es gibt ja noch diese hässliche Zahl Deckungsgrad. Ja, ja, ja. Ich bin mir sicher, es gäbe noch sehr viele Fragen.